Hallo und herzlich willkommen bei Castellator. Wir sind im Finale so arschnah, dass mein Arsch schon brennen würde, weil wir so arschnah sind. Bei Legacy of Kain. Habt ihr den Wortwitz verstanden? Arsch und brennen? Ja, wir schlachten uns hier durch die Kathedrale von Avernus. Und die beiden Arschlöcher wollen uns einfach nicht lassen, ne? Noch einer. Ist ja nett. Der verprügelt uns hier. Mein Angriff ist wirkungslos. Scheiße. Die Chinesis gegen die wirkungslos. Okay. So kann ich dich ein bisschen aufhalten. Haha. Konnte dich zwar nicht packen, aber so ging's auch. Irgendwie sind sie alle zu schwer zum Packen. Nimmt mal ab, Leute. Ihr seid zu fett. So, auf zur Karte, zur... Oh. Ich wollte gerade sagen, auf zu der Vampir-Zitadelle, aber okay. Jetzt mache ich euch platt. Wirklich, in euch ist da fast nichts drin. Werdet ihr nur mit Brot gefüttert oder was ist mit euch los? Ihr seid ja so blutarm. So. Wir können ja nicht einfach so durch die Tür raus, wie Raziel. Wir machen es so. Tschüllu. Ja, wir langsam das Finale. Ich freue mich. Ich wusste, welch dunkle Stunde dies in der Geschichte Nosgoths war. Denn dies war das Ereignis, das meine ganze Existenz bestimmen sollte. Ich hatte dem Schicksal getrotzt, als ich das Opfer verweigerte und die Säulen damit verdammte. Ich würde mein Reich auf ihren Ruinen errichten und ich würde die Priester der Sarafanen zu meinen Statthaltern ernennen. Und irgendwann würde ich den stärksten von ihnen, meinen Diener Raziel, in den Abgrund stürzen, um meinem Schicksal erneut zu entkommen. Und nun, was hatte ich wirklich verändert? Hatte ich die Zeichen falsch gedeutet, wie Möbius gesagt hatte? Hatte ich in meiner Arroganz meine eigene Rolle übersehen? Die Thematik Zeitreisen ist ja irgendwie genial. Hä? Mensch, was Komisches gesehen zu haben. Aber im Ernst, die Thematik hier ist ziemlich cool. Zeitreisen, ich meine, in den anderen Teilen sind sie ja, wenn ich es richtig zusammenzähle, in die Vergangenheit gereist, dann wieder in die Zukunft, dann wieder in die Vergangenheit, dann noch weiter in die Vergangenheit und jetzt sind sie hier. Also es ist eine ziemlich komplexe Geschichte.
Teil 2, wenn ich das zum Laufen kriege, was ziemlich schwierig sein wird, werde ich auch noch bringen. Und dann irgendwann die 1. Aber es hat ja noch ein paar Jahre hin. Zumal habe ich keine Ahnung, wie ich Soul Reaver 1 auf Windows 10 zum Laufen kriegen soll. Laufen könnte es, theoretischerweise, aber nicht so, wie es sein sollte. In Direct 3D. Müsste ich mit einem Endlight spielen. Vielleicht, einige von euch könnten vielleicht wissen, was ich meine. Endlight. Die Abhilfe dafür, wenn man mit einem normalen Direct 3D von früher nicht mehr zurechtkommt. Das ist dann 3DFX, was Endlight macht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ich bin heute nicht mehr ganz... Wow. Er hat uns ins Wasser geschubst. Ich bin heute gerade nicht mehr so aufnahmefähig, weil mich nervt das mal, weil mein Internet weg ist. Mich nervt total. Aber wow. Er hat uns umgebracht, indem er uns einfach ins Wasser gestoßen hat. Toll. Das ist endlich ein Gegner. Schubst dein Feind ins Wasser, so wirst du ihn los. Vor allem, weil er ein Vampir ist. Im Ernst? Wirklich? Du hast mich jetzt schon wieder ins Wasser geschubst. Und bist mich damit losgeworden. Wisst ihr was, Leute? Ich laufe einfach weiter. Ich scheiß auf die beiden. Auf die drei. Das sind ja drei, ne? Ich scheiß jetzt auf sie. Renn weiter durch die Tür. Und Skindidi werde ich drauf scheißen. Er könnte mich nur bis zu einem gewissen Grad verfolgen. Sie haben auch ihre Range. Ich glaube, das sind... Auf der Map sind es 2 Meter, glaube ich. Also Map-Größenordnung. 2 Meter, in die sie mich verfolgen sehen können. Oh, und da kann ich das Buch um... Okay, wir sind Kane. Wir sind Kane, wir fragen nicht weiter. Das ist mittlerweile das letzte arkanische Buch. Wir haben das Finale fast. Ich glaube, das müsste das letzte gewesen sein. Falls ich irgendeins vergessen habe, tut es mir leid. Aber ihr wisst jetzt mittlerweile, wo sie überall verstreut sind, soweit ich sie finden konnte. Viel Spaß bei der Cutscene. Die Hilden sind kaum mehr als eine lästige Konsequenz. Ich werde mich bei Zeiten um sie kümmern. Das ist ein geringer Preis für Kanes Tod. Nur nicht so voreilig. Kane! Was ist aus deiner Allwissenheit geworden, Möbius? Erst deine Allwissenheit und nun deine Kräfte. Du wirst langsam alt. Das kann nicht sein! Der Teil von mir, dem dieser Stab schaden konnte, ist weg. Aber das wusstest du schon, nicht wahr? Ich galt schon immer als herzlos. Und nun, Möbius, wird es Zeit. Zeit, mich zu töten? Noch einmal? Deine einzige Lösung für alle Probleme? Töten! Halt den Mund. Weißt du, dieses Mal hast du nichts für mich. Denkst du, das spielt eine Rolle? Ich diene jemanden, der Macht über Leben und Tod hat. Dann geh zu ihm. Ich bin sein Ergebener, sein treuer Diener. Bald werden alle Schmerzen vergehen und mein Meister wird mich zu neuem Leben erwecken. Meister, es tut mir leid. Kein Grund zur Sorge.
Irgendwie lebt Cain noch und hat mich getötet. Hilf deinem treuen Diener und... Geh zu deinem Meister. Kehre zum Rat zurück. Siehst du ihn jetzt? Den Unhold, dem du dientest? Hast du ihn dir etwa so vorgestellt? Nein! Und in diesem Wissen, geh und nähre ihn. Ich erlöse dich. Es ist egal, was du tust, Rasgen. Möbius war ein guter Diener, aber ich brauche ihn nicht mehr. Er hat lange genug gelebt, siehst du? Selbst wenn du dich auflehnst, tust du, was ich will. Vielleicht, aber etwas hat sich geändert, nicht wahr? Du hast Cains Rückkehr nicht vorhergesehen. Ihr seid beide dem Rat gefolgt. Und hier endet eure Reise. Du kannst keinen von uns beiden töten. Ah. Aber ich kann euch aufhalten. Dann werdet ihr erkennen, dass die Vergessenheit eine Gnade sein kann. Du und Cain werdet für alle Zeiten hier begraben sein und einen gnädigen Tod herbeisehnen, der niemals kommen wird. Aber ich war mit neu gefundenem Wissen bewaffnet, das in mir brannte. Erlöser und Zerstörer. Möbius sah seinen Meister zum ersten Mal, als ihn der Soul Reaver läuterte. Nicht einmal die Urvampire hatten gewusst, wen oder was sie verehrten. Du musst verbinden, was entzweit wurde. Der ganze Konflikt und all seine Kämpfe, all die Angst und der Hass, dienten nur einem Zweck: das Rad meines Meisters anzutreiben. Alle Seelen waren in ihrer sinnlosen Existenz gefangen, richtungslos und abgestumpft. Erst der Tod brachte sie, ohne dass sie es wussten, zum Rat zurück. Noch dreht sich die Münze. Aber welche Hoffnung gab es? Man kann nur bekämpfen, was man sieht. Erst dann ist der Erbe des Gleichgewichts für seine wahre Bestimmung gewappnet. Verzweifle, Rasgen. Es gibt kein Entkommen. Plötzlich wusste ich, was zu tun war. Ich allein konnte diesen Spuk beenden. Cain! Gefällt dir der Tod so sehr? Ja! Nein! Ja, genau so. Nein, Raziel! Oh, der Soul Reaver. Frei von aller Verderbtheit. Dazu ist er bestimmt. Dazu bin ich bestimmt. Die beiden werden eins. Beide, Soul Reaver, verschmelzen. Und der Erbe des Gleichgewichts ist geheilt. Und ich bin weder dein Feind noch dein Untergang. Ich bin wie einst deine rechte Hand, dein Schwert. Nein, Raziel. Das ist keine Lösung. Und jetzt zeige ich dir den wahren Feind. Nein. Und in diesem Moment sah ich ihn. So, nun habe ich mich dir offenbart. Was zum Teufel? Ich bin der Ursprung des Lebens und ich bringe den Tod. Ich bin die Narbe des Rades, der reinigende Zyklus, dem alle Seelen unterworfen sind. Hatte ich Raziel zu diesem Albtraum verdammt, als ich ihn in den Abgrund stieß? Du kannst über die Sinnlosigkeit deiner Taten nachgrübeln, da
du für alle Zeiten unter einem Berg aus Schutt gefangen sein wirst. Dein Soul Reaver und du, ihr werdet im Laufe der Äonen den Verstand verlieren. Die Zitadelle der Abtrünnigen ist von nun an dein ewiges Gefängnis. Deine Worte sind ermutigend. Ja. Denn du würdest uns nicht fürchten, wenn wir dir schaden können. Ja. Nein! Du bist nichts! Falscher Gott! Das ist das Ende. Die letzte Umdrehung deines Rades. Finale! Hoffentlich schaffe ich das. Du wirst mich nie besiegen, Gale. Du wirst mich nie besiegen, Gale. Wollen wir wetten? Oh, scheiße. Das rasiert mein Schwert, oh mein Gott. Ich muss diesen falschen Gott töten. Niemand entkommt dem Rat des Schicksals. Ah, fuck. Leere das Rad. Nähre dich selbst, Fettsack. Ah, voll auf die Fresse. Ah, Mann. Der hat aber auch was drauf. Scheiße. Scheiße. Ist voll vergeigt. Damit kriegt er uns fertig. Okay, Taktik funktioniert nicht. Zwei. Okay. Du hast dich umsonst geopfert, das Geld. Jämmerliche Kreatur. Ja! Ärmlicher Gott! Genug! Verpiss dich! Weg! Pfui, pfui, pfui. Ah, abgelenkt durch Grün. Drei. Jetzt willst du mich aber natzen, ne? Ja, er will mich natzen. Scheiße! Zu spät!
Ja! Ja! Aha! Du kannst mich nicht vernichten. Ich selbst bin der Antrieb des Rades. Das Rad wird sich drehen. Deine jämmerliche Rasse wird ausgelöscht werden. Eines fernen Tages wird deine erbärmliche Seele endlich mir gehören. In der Zwischenzeit solltest du dich gut verstecken. Endlich waren die Masken gefallen. Die Fäden der Marionetten waren sichtbar geworden. Und ich sah die Hände des Puppenspielers. Es war eine Ironie des Schicksals, dass Raziels letzte Gabe mächtiger war als das Schwert, das seine Seele verschlungen hatte. Schärfer als die Vision, die mir sein Opfer schenkte. Den ersten bitteren Vorgeschmack jener Illusion, die sich Hoffnung nennt. Oh, wir haben es geschafft. Legacy of Kain. Wir haben es durch. Wir haben es wirklich durch. Ja, wir haben es wirklich geschafft. Unfassbar, aber wahr. Ah. Ich bin froh. Ich bin wirklich froh, es jetzt endlich geschafft zu haben. Ich hoffe, ihr habt alle gut und lässig durchgehalten. Ich bin sehr stolz auf das Ergebnis. Ich hab's geschafft. Ich bin stolz. Jetzt muss ich mir erstmal ein neues Projekt ausdenken. Haha. Naja, während ich an einem neuen Projekt arbeiten werde, werde ich natürlich versuchen, Teil 2 zum Laufen zu kriegen. Und Teil 1. Ich glaube, Teil 1, da weiß ich. Vielleicht weiche ich da auf die PlayStation 1-Version zurück. Weil Teil 2 wird etwas kniffliger. Wir werden es sehen. Und Blood Omen hatte ich auch noch vor. Und das erste Blood Omen. Und das zweite Blood Omen. Mein Fresse, habe ich viel vor. Aber ob das jetzt zum Stehen wird, schlussendlich, diese ganzen Projekte, wird sich zeigen. Ich versuche auf jeden Fall alles zu tun und sehr viel mehr Stuff zu bringen. Aber ich bin glücklich, wir haben es geschafft. Endlich. Ich danke euch sehr, dass ihr zugesehen habt. Ich danke euch sehr. Ja, vielen Dank. Danke auch allen, die bis jetzt mich abonniert haben. Alle neuen. Und ja, danke. Wir haben es geschafft. Meine Fresse. Das ist ein echt langes Spiel, ne? Wenn man mal bedenkt, dass hier heutzutage sehr viele Spiele recht kurz sind, ist das hier ein echt langes Spiel gewesen. Na gut, es gibt längere Spiele, aber das ist schon relativ lang. Und hat sehr viel Spaß gemacht und mir sehr oft, das hat mich sehr oft zur Verzweiflung gebracht. Ich erinnere mich an das Statuenrätsel. Links, rechts, wo muss das was hin? Oder die Gegner. Und ich einfach nur noch genervt war. Das war toll. Aber vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal auch wieder, ne? Ha.
Ja, es ist vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Kastellator. Bis zum nächsten Projekt. Haut rein!